Für Yoray Feinberg begannen die heftigen Anfeindungen vor gut einem halben Jahr. Der gebürtige Israeli besitzt ein Restaurant im Schöneberger Kiez. Hier mitten im Berliner Zentrum wird er damals von einem Fremden am helllichten Tag beleidigt, antisemitisch bepöbelt. Seine Freundin filmt alles, Bekannte stellen das Video ins Netz und lösen damit ungewollt noch mehr Hass gegen Feinberg aus. An den nächsten zwei Tagen habe ich 17 schlechte Bewertungen gekriegt. Mehrere Besucher von wütenden Bürgern, die haben mich beschimpft, dass ich ihn provoziert habe und dass ich nicht in Ordnung bin. Mehrere Morddrohungen per Telefon. Einen der Anrufer hat Feinberg sogar aufgezeichnet. Aufs Übelste wird er von ihm antisemitisch beschimpft. Der Gastronom stellte mehrere Strafanzeigen, vor allem wegen der Hassattacken im Netz. Doch viele Verfahren wurden zunächst eingestellt. Das hat mich natürlich ein sehr unwohles Gefühl hinterlassen, dass ich allein im Stich gelassen bin und dass die Gerechtigkeit wird hier nicht stattfinden. Vergangene Woche lädt ihn die Staatsanwaltschaft dann zum vertraulichen Gespräch. Im Nachgang bedauern die Ermittler, dass Feinberg sich allein gelassen fühlt. Allerdings sei die Strafverfolgung schwierig. In der Regel waren es Fake-Accounts, also Nicknames, die klar keine Personalien haben. Die Nachfrage bei dem Anbieter bei Facebook hat nicht zur Ermittlung der Namen geführt, die sich da mal angemeldet haben, weil wir gar keine Auskunft bekommen haben, weil es in den Ländern nicht strafbar ist und deswegen andere rechtliche Voraussetzungen sind. Der Fall des jungen Israelis war nicht der einzige in den vergangenen Monaten, der eine Debatte auslöste. Im Dezember brannte eine selbstgemalte jüdische Fahne auf einer Berliner Pro-Palästinenser-Demo. Im Frühjahr wurde ein junger Mann, der eine Kippa trug, verprügelt. Diese Vorfälle sind durch das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus bekannt geworden. Hier hat man sich zum Ziel gesetzt, die Diskussion über Antisemitismus hierzulande immer wieder neu anzustoßen. All diese Dinge sind inzwischen, muss man sagen, leider vielfach zum Alltag geworden. Und deswegen engagieren wir uns, um das so publik wie möglich zu machen und eine Diskussionskultur darüber anzuregen. Zudem leistet das Forum Aufklärungsarbeit an Schulen genauso wie in Flüchtlingseinrichtungen. Zum Angebot gehört auch ein wochentäglicher Live-Chat. Jüngere Betroffene können hier ihre Erfahrungen schildern. Sie können ihre Äußerungen anonym weitergeben. Sie können auch Äußerungen weitergeben, die Sie nur beobachtet haben, bei Dritten zum Beispiel. Und wir können darauf aufmerksam machen und versuchen, dort Abhilfe zu schaffen. Wie das Forum, so hofft auch Yoray Feinberg, etwas zu bewegen. Der Ärger mit der Staatsanwaltschaft für ihn ausgeräumt. Mut macht ihm, dass er auf das Video bei weitem nicht nur negative Reaktionen erhalten hat. Sehr wichtig zu erwähnen, dass auch über 1000 solidarische Nachrichten, Blumen, Schokoladen, ich habe bestimmt ein bisschen zugenommen, dank der Solidarität. So würde er trotz der Anfeindungen wohl noch einmal der Veröffentlichung seines Videos zustimmen. Die Diskussion über seine Erlebnisse, für ihn ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus.